Außerdem ist sowieso wieder eine gute Zeit, finde ich. Mein Lieblingsspiel nach Siedler von Catan ist zurück. Ja. Ich bin ja so ein Daddeltyp, ne? Ich daddel viel und so. Und du bin bist da, ein Daddeltyp? Ja, ich bin wochenlang bin ich weg, da kannst du mich überhaupt nicht anrufen. Was zockst du denn? FIFA 19. Ja? Natürlich. FIFA 19, habe ich mir sofort geholt. Ja, ich habe 3 Tage gekämpft vom Mediamarkt, als erster da rein, noch voller Euphorie, die Rolltreppe beschädigt und gierig ins Regal gegriffen, gesagt, das will ich haben, koste es, was es wolle. Da gibt es ja diesen sehr beliebten Online-Modus Ultimate Team, ja? Und da können sich die Zocker sogenannte Packs kaufen. Zum Beispiel der Beste ist natürlich hier Ronaldo, ne? Ronaldo, das ist der Beste, oder? Guck mal, der hat 94, 99 kann man haben, 94 gesamt, ne? Und dann kann man so gucken, was er so alles hat, ne? Also hier zum Beispiel Schießen, 94 hat er da, ne? Verteidigung, 33, naja, ne? Und Physis 80, ne? Hat ordentlich Muckis, heißt das. Der schläft ja auch so 5 Mal am Tag, immer 90 Minuten und so, ne? Ja. Ja, muss man sagen. Also 33, darf man nicht verwechseln, ne? Also Verteidigung 33, das ist Ronaldo. Der Typ, der 33 bis 45 verteidigt, ist Björn Höcke. Ja? Darf man nicht vergessen. Ja? Das ist der kleine Unterschied zwischen denen. 33 nicht so. Ich hoffe, seine Anwälte können besser verteidigen. Ne? Schönen Gruß nach Las Vegas. Ja? Meine Damen und Herren. Also das ist Ronaldo, den will natürlich alle haben. Das ist richtig, richtig teuer. Aber es gibt jetzt ein Erweiterungspack. Und das macht vielleicht gerade für die deutschen Spieler FIFA 19 noch mal interessanter. Und das kann ich mal zeigen hier. Das habe ich hier schon mal exklusiv bekommen. Das ist das hier, ne? Deutschland 19, so sieht das aus. Kann man sich holen. Da sind erstmal so Spieler dabei, die man jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber große deutsche Persönlichkeiten. Große offenbar. Deutsche Persönlichkeiten, ja. Natürlich auch mit interessanten Bewertungen. Und ich kann das ja mal machen. Guck mal, ich habe hier meine Playsy, wie wir sagen. Meine Playsy habe ich mitgebracht. So, muss ich einfach nur so machen. So, guck mal, und da kann man dann schauen. LMB, it's in the game. Ja. Ja, sicher. Ja so. Was zocken wir denn jetzt hier? So. Also. Malle Jens als Coverstar. Malle Jens als Coverstar. Natürlich, man will ja auch, dass sich das Ding verkauft. Ne? Ja. So, also, ich drück mal auf Play. So. Jetzt haben wir hier O77, B-Promi, Deutschland, Malle. Oh, Jan Ullrich. Jan Ullrich, sehr gut. Hier 66 Radfahren. Bisschen besser läuft es beim Epo-Doping mit 77. 93 Saufen. 93 Saufen. Besenstiel 91, hat er wirklich noch mal zugelegt jetzt in den letzten Wochen. 84 Würgen, auch gut. Aber die 77 ergeben sich eigentlich aus so Top-Werten hier wie bei 99 Rauchen. Du musst bedenken, dass Joko bei Saufen nur 72 hat. Also das ist ein richtig guter Wert. Ja, also wenn Joko nur 72 hat bei Saufen, dann muss man wirklich noch mal was tun am Glas. Ne? Wenn sich der Trainer sagt, nee, so geht das nicht. Du kannst ja immer noch laufen, komm mal gleich wieder. So, okay, dann machen wir den nächsten. Gucken wir mal, was wir da noch haben. 69 A-Promi, okay. Harald Junke, Traditionsein. Boris Becker, gibt's auch? Ja, das ist das, ne? So Sport verbunden mit großer Persönlichkeit. Hier 41 Tennis, nicht mehr so. 72 aber Pokern, 99 bei Trennung. Ach, das ist die Anzahl aber, ne? Ja. Das ist die Anzahl. Wasser im Gesicht, 99 Insolvenz verschleppen und 0 Freude am Geldautomat. Position im Abseits übrigens, meine Damen und Herren. So, wir gucken mal weiter. Was haben wir, wen haben wir noch hier? Was ist das jetzt? 55 C, Deutschland, Malle, A. Ah, hier, das ist natürlich Büchner, klar. 1, Geschäftssinn. Aber sehr gut schwitzen, 99. Das ist der Topwert im Spiel. Wirklich, ja. Was können Sie denn gut? So, 0 Malle-Hits, 5 offene Hemdknöpfe, 89 Singen in Krümelstadel. Krümelstadel ist jetzt nicht jedem Begriff, oder? Das ist ein bisschen die, also da muss man hin, wenn man im Megapark keinen Platz mehr kriegt. Ja. Ne? Dann fährt man nach Pagera. Also wenn ich jetzt auf dem Weg zum Flughafen zurück nach Deutschland, kann man noch mal singen bei Krümelstadel. Ich dürfte da auftreten, vermutlich. Du dürftest mit deinem Promi-Status jetzt mit einem Dreivierteljahr Late Night Berlin, dürftest du bei Krümelstadel auf der Theke. Da musst du mal aufpassen, dass man nicht auf die Gläser tritt, weil die Leute sitzen ja weiterhin am Tresen. Ja. Ja? Da würde ist das die Bühne. Würde ich einmal rülpsen, 5000 Mark, tschüss. Ja, aber wenn du dich daneben benimmst, ist Krümel auch sauer und schmeißt dich raus. Habe ich gesehen, mal gut bei Deutschland. Ja. So, okay, also singen Krümelstadel und Harz hat er 4. Okay, na gut. Ja. Und das im Ausland, das ist sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Also das ist jetzt das Erweiterungspack. Wer sich dafür interessiert, ne, demnächst auch schon bei Ihrem Mediamarkt, Mediamarkt Tante Emma Laden um die Ecke. Ne? Gibt ja auch andere Läden noch. Ja, ja, zum Beispiel Louis Vuitton oder Gucci. Gibt ja noch andere Läden.